Hallo Marius Ebert hier. Wir sind in einer kleinen Videoserie, in der es um Vollmachten geht. Und wir haben die Prokura sehr ausführlich beleuchtet, sind jetzt bei der Handlungsvollmacht. Und in diesem Video möchte ich nur ganz kurz eine Struktur anlegen. Die Frage, die ich hier beantworten werde, ist die Frage, welche Arten der Handlungsvollmacht gibt es? Und die Strukturzahl hier ist 3. Es gibt also 3 Arten der Handlungsvollmacht. Es gibt die General, es gibt die Art und es gibt die Spezial. Und natürlich kommt hier immer das Wort Vollmacht dahinter. Und in einer Prüfung schreiben Sie das natürlich auch und in einer mündlichen Prüfung sagen Sie das natürlich auch. Nur unser Gehirn braucht nur diese 3 Begriffe. Wenn wir gefragt werden, welche Arten der Vollmacht gibt es und wir merken uns General, Art und Spezial, dann ergänzt unser Gehirn ganz automatisch, dass hier natürlich General Vollmacht das komplette Wort ist, Art Vollmacht das komplette Wort ist und Spezial Vollmacht natürlich das komplette Wort ist. Aber unser Gehirn braucht das gar nicht. Ja, unser Gehirn kann das ergänzen. Und im nächsten Video, Sie sehen schon, das ist hier die Struktur. Im nächsten Video werde ich diese Arten, also General, Art und Spezial Vollmacht, jeweils einzeln erläutern. Alles Gute, Marius Ebert.